Moin Leute, hier zurück bei Final Fantasy 16 mit Schritte in der Asche. Wir haben ungefähr 66% von diesem Kapitel abgeschlossen und ungefähr 79% von der Gesamtstory. Ich könnte jetzt natürlich erstmal eben. Wo sie überhaupt hin? Zurückreisen, um mich aufzufüllen, weil ich habe ja nicht mehr ganz so viele Ressourcen, aber. Also das Versteckreisen, aber wir machen jetzt erstmal so weiter. Ich muss erstmal überlegen, wo ich überhaupt hin muss hier. Naja, wir gehen jetzt einfach direkt los hier. Weil ich brauche Heiltränke und so und Tinkturen und all sowas und das fehlt halt alles. Aber wie gesagt, ich probiere es erstmal so. Mal schauen, vielleicht kriege ich auf dem Weg noch ein paar Sachen. Mal gucken. Also muss ich kurz ein bisschen was absuchen hier, weil hier ab und zu sind ja überall Sachen noch, die man mitnehmen kann, ne? In den Ecken von Dörfern hängen meistens irgendwelche Kisten rum, die man gebrauchen kann und mitnehmen sollte. Was Die Bewohner werden sicher von Barnabas angezogen. Wenn sie am Turm sind, ist er es auch. Mein Ziel steht fest. Ja, das Ziel steht fest, aber die Frage ist gerade, in welche Richtung? Da wohin? Ja, ich werde mal kurz mal gucken, ob ich irgendwas Schönes finde hier. War eben gerade irgendwas? Nee. Wir kommen langsam dem Ende entgegen, im Spiel hier. Auch nur langsam. Da werden doch ordentliche Fights auf uns zukommen, die wahrscheinlich ein bisschen kritischer werden. Reisen in Alestea. Okay. Wollte eigentlich jetzt ein bisschen looten, aber. Ah ja. Stein. Okay. Na, ob sich das jetzt gelohnt hat, dahin zu gehen, das weiß ich nicht. Naja. Ja, zum Ende ist das Spiel eigentlich ganz gut, aber es ist halt immer noch nicht für mich, nicht kein AAA-Titel. Ich weiß auch nicht warum. Also das ist irgendwie so eher so B-Minus und so. Ich weiß, es ist vielleicht eigentlich nicht verständlich, aber ich finde, einige Sachen sind hier einfach zu B-Movie-artig, wie gesagt. Und ja, einigen gefällt es halt extrem, weil man halt mit Final Fantasy aufgewachsen ist vielleicht. Bei mir ist halt so, ich habe das so nie gespielt. Ich habe 15 gespielt, Final Fantasy 15. Da habe ich auch schon ab und zu die Krise gekriegt. Ja, und spiele ich das, weil das exklusiv ist. Also es ist schon besser hier 16 als 15, aber. Meistens sagen, glaube ich, 7 war das Beste oder so. Weiß nicht genau, ich glaube schon, ne? Die meisten sagen, 7 ist das Beste. Gibt's auch, glaube ich, bei Remastered, glaube ich, ne? 7? Weiß gar nicht genau. Naja. Nie wirklich drum gekümmert. Extra hier Stimmen nicht mit. Jetzt, Torgal! EP muss ich mitnehmen, weil EP gibt wieder ein Level mehr, Gesundheit, allen Kram, deswegen nehmen wir alles mit hier. Tarantula. Die Frage ist auch, ob ich jetzt die richtigen Sachen ausgerüstet habe. Das ist ja auch so eine kritische Situation, also kritische Sache, weil eigentlich müsste ich hier was anderes machen. Ich nenne durch mal Lebensstorm jetzt hier rein. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Fähigkeitspunkte habe ich ein paar wieder frei. Soll ich das machen? Ich bin mir unsicher. Bin mir unsicher. Also entweder nutzt man halt die kleineren Attacken,
die sich schneller aufladen und immer wieder parat sind, oder man nimmt die großen. So, da gibt es einen Weg irgendwie, oder auch nicht. Es gibt ja immer pro Baum hier so auch so Riesendinger freizuschalten. Die hier zum Beispiel. Ja. Entweder nimmt man die rein, die halt lange dauern, sich aufzuladen, oder man nimmt die kleinen. Ja, die halt schneller da sind. Das ist halt die Problematik an sich. Dahinter ist irgendwas. Ich kann es spüren. Aber dafür ist keine Zeit. What? Oh man. Ich kann ja schon wieder nicht lang. Ja, mittlerweile bin ich so weit, dass ich überall rein kann, aber anscheinend auch nicht. Ich habe auch auf anderen Gebieten noch viel, weil ich nicht rein konnte und so. Naja. Zwei Heiltränke, drei Supertränke, aber kein Steiner Tonikum. So, warte mal. Ich habe noch andere Sachen. Fällt mir dazu ein. Momentchen mal. Wo ist das denn überhaupt? Gegenstände da. Habe ich es gerade genommen? Ich wollte es gerade nicht nehmen. Ich wollte es einfach reinbauen. Oh nein, ich wollte es gerade genommen. Ich Idiot. Nein, ich wollte es nicht nehmen. Och man. Wie kann ich das denn anderweitig rüberschwenken? Ach so. So. Oh nein. Egal. Jetzt habe ich das Silben-Dings. Ja gut. Noch. Also warte mal, gehe ich. Okay. Geh hier nochmal lang. Komm ich von da? Warte mal, wie blöd. Da komme ich doch. Einmal im Kreis gedreht, falsch abgebogen, läuft. Da muss immer irgendwelche Kanten von den Maps ablaufen, ab und zu so eine Jagdaufträge, die man erledigen kann. Und da kann man dann eventuell nochmal einen schweren Gegner erlegen. Was haben wir hier denn? Was habe ich da gekriegt? Die maximale. Okay. Ja, gut. Das hat sich ja gelohnt. Thank you.
geht's, Großer. Tja, Bock hat Hundi da aber nicht drauf. Das ist noch ein ganz schön weiter Weg eigentlich. Aber wahrscheinlich wird er jetzt geskippt und wir sind direkt da, oder? Ach, doch nicht. In der vollen ist vor allem. Jetzt, wie gesagt, zurückreisen können, was kaufen können, aber es geht auch so. Was ist das denn für ein dicker Turm? Nicht mehr lange, Barnabas. Wachsam, Torgal. Das heißt, sie sind nur akasische. Wahrscheinlich. Der letzte König, ja, bin ich mal gespannt. Ja, nächstes Kapitel machen wir jetzt aber erstmal, fangen wir erstmal an, würde ich sagen. Der Turm. Er lebt. Ja, sind sie schon hier, stehen sie schon alle hier. Und hier Pegel kriegt, dann gibt es gleich wieder Level Up. Level Up, was geht ab? Nach Kampf aus. Sehr gut, kämpfen ist gut. Macht Spaß. Kisten in der Ecke irgendwo. Verdammte Ruinen. Nee. Wieso machen selbst die Böden, was sie wollen? Ui, ganz schnell nach oben. Ist jetzt nach oben, ne? Mal nach unten, ne, nach oben. Ab in den Turm nach oben. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. So, ein Sternbild hier auf dem Boden. Verdammt viele aus, die blöden Kugeln. Ja, gar nicht. Hier ist nichts weiter, ne? Nee. Da ist nichts weiter. Weiter geht's aber. Heiltrank, sehr gut. Oder sind ein paar dickere da hinten, sehe ich schon. Das sehe ich schon. Mit seiner Welle da reingeballert hat.
Das war ein bisschen krasser, heftig, fast draufgegangen. Ich bin fast draufgegangen. Das tut gut. Ja, gut, bin auch schlecht ausgewichen und so, aber... Ich glaube, ich ab und zu über, also ab und zu sind irgendwelche Ecken hier auch Kisten, die ab und zu mal stehen. Ich muss einmal kurz einmal rumlaufen hier. Aber ich glaube hier jetzt gerade nicht. Schade aber auch. Weiter, ne? Nee. Krabbelviecher, gut. Ja, geht auch schon überholt. Erhöht Höhe ist 40. Geil. Ach ne, diese Dinger sind richtig scheiße. Ah, ging einigermaßen. War auch nur einer. Aber wie gesagt, ab und zu sind die auch richtig übel nervig, die Dinger. Da komme ich, ne? Ja. Sorry, für den Frosch im Hals kann nichts für. Den Kiste. Gunst des Eises. So, mal gucken, ob ich noch was anderes einsetzen kann hier. Mal gucken. Keine Ausrüstung, okay. Ja, gut. Warte mal, wie viele Fähigkeitspunkte habe ich jetzt zum Verteilen? 1671, schade. Man muss sich halt irgendwann entscheiden, welche Super-Ulti man auch verbessert oder komplett. Das ist auch eine Frage. Gucken wir mal. Okay. Wäre ich Barnabas, wohin würde ich gehen? Also hoffentlich muss ich nicht gegen Barnabas gleich kämpfen. Das wäre ein bisschen blöd, weil der Kampf würde richtig lange dauern. Diese Super-Ulti hier, wie gesagt, muss ich entscheiden, ob ich jetzt dann noch vollständig auflade oder also vollständig fertig mache für 2000, was ich jetzt nicht oder nicht. Oder andere nehme. Aber eigentlich ist sie ziemlich geil. Eigentlich ist sie ziemlich gut. Okay. Start,
Vorphase ist auf jeden Fall. Was ich eigentlich brauche. So, jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Da komme ich doch, ne? So, jetzt kommt auf jeden Fall so eine Bosshöhle. Das weiß ich auf jeden Fall schon mal. Weil es ist immer der gleiche Ablauf. Hoffentlich nicht Barnabas. Habe ich keinen Bock drauf. So spät ist noch gar nicht. Ich habe ein bisschen Zeit zu zocken. Aber so eine epischen Kämpfe dauern halt manchmal ab und zu wirklich 40 Minuten oder so. Das ist auf jeden Fall ein Barnabas. Aber auch ein dicker. Okay, den Strahl darf ich wohl nicht reinkommen. Aber der wird auf jeden Fall verstopfen. So, ich mach kurz meine Löwenkultur. Ne, wohl kein. Was Neues? Aber der wird es viel Mist ergeben. Da, Torga! Das war bis jetzt ja nicht so schwer. Das war ja easy. Was ist das denn? Das war ja gar nichts. Schwächling. Der war ganz schön zäh. War ja gar nichts. Gibt's nicht mehr davon. Der war ja voll easy, Junge. Komischer Hampelmann. Komischer Hampelmann. Auseinander, finde ich sehr gut. So ein bisschen wie bei Diablo, ein bisschen, ne? Also, Hexenslayer, keine Chance, Junge. Wild des Eisens, okay. Kram, nee, ne? Ich glaube nicht. Was ich mitnehmen kann. Sieht nicht so aus. Oh oh.
Wie gesagt, bei Final Fantasy ist immer das gleiche. Erst kommt so ein Vorboss, dann kommt der Boss. Und ja, ich hoffe nicht, dass es vielleicht Barnabas ist. Wie gesagt, dann ist der Kampf nicht richtig lange dann. Und dann. Ja, gucken. Okay, ist ein Vorboss. Was? Eine Kugel. Eine Laserstrahlen, oder was? Komm, Torgal. Ja, wo die Kugel kriegt, auch noch irgendwas kaputt. Irgendwie. Vollmutmul. Okay. Der hält schon ein bisschen mehr aus. Das kommt Vollmutmul. Weg gerade. Das Ding hat ganz schön rumgenervt. Okay, ich bin bereit. Beförderung. Sollten wir an. Oh. Ey, so ausweichen, wenn ich da reinspringe. Ey, jetzt müsste ich einfach ausweichen. Ui.
Alter, auch nicht so einfach. Muss ich ziemlich viel klicken. Also alles nur arkasische, irgendwelche, ja, leblosen Dinger. Jetzt habe ich kaum noch wieder Ressourcen. Kein Supertränke mehr, nix. Hier muss ich hoch. Schön, dass er es nochmal erwähnt, dass er hoch muss. Ich gehe jetzt erstmal hier in den Kreis und erstmal ein paar Sachen einsammeln hier. Na, Heiltränke super tranken, ja schön. Ist hier noch irgendwas? Nö, leider nicht. Oh. Die Spannung steigt. Er ist hier. Ich spüre es. Oh oh. Ich überlege, ob ich erstmal hier jetzt Pause mache. Und dann nächstes Mal weiter spiele, weil die Zeit reicht eigentlich nicht mehr aus bei mir. Ist natürlich ein bisschen doof, ich weiß, aber. Was soll ich machen, yo? Wenn ich jetzt hier reingehe, dann geht's richtig los, glaube ich, wenn ich gegen Barnabas kämpfen muss. Deswegen werde ich jetzt erstmal pausieren. Und dann muss ich auch noch andere Sachen reinnehmen. Weil dieses, Moment mal. Obwohl. Ja, schaffe ich jetzt nicht mehr. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Bit wieder, würde ich sagen. Und dann geht's wahrscheinlich gegen Barnabas, wie er schon gesagt hat. Der ist wohl dahinter. Aber wir werden es im nächsten Bit sehen. Ich weiß, ein bisschen Cliffhanger-mäßig, aber. Ich habe leider keine Zeit gerade, deswegen muss ich es dann leider ein anderes Mal machen. Ja, der letzte König, das machen wir gerade. Davor war Schritte in der Asche. Ja, danke fürs Zusehen, reingehauen, bis zum nächsten Mal hier bei Final Fantasy 16. Tschüss.